Papa ist nicht aufzuhalten. Am Morgen ist es höchste Zeit, Max und Papa sind zu weit. Zum Kindergarten soll es gehen, im Auto ist nur Max zu sehen. Sein Papa schaut sich ratlos um, das Auto springt nicht an, zu dumm. Es rührt sich einfach nicht vom Fleck, macht nur Puff Puff und fährt nicht weg. Doch plötzlich startet es, juhu, dann nichts wie los die Türen zu. Zum Kindergarten fährt schnurstracks mit Papa und dem kleinen Max. Vom Abschiedskuss sagt Papa dann, bis heute Abend, kleiner Mann. Der kleine Max ist aber schlau, er fragt noch einmal ganz genau, und springt das Auto nicht mehr an? Der Papa überlegt, ja dann. Dann komme ich ganz schnell 1, 2, 3 mit Nachbars Traktor hier vorbei. Der kleine Max ist aber schlau, er fragt noch einmal ganz genau, und ist der Traktor gar nicht da? Der Papa überlegt, na ja, dein riesengroßes Kuscheltier, das bringt mich sicher schnell zu dir. Der kleine Max ist aber schlau, er fragt noch einmal ganz genau, und wenn es schläft, mein Kuscheltier? Der Papa sagt, dann helfen mir. Dann helfen mir, du glaubst es kaum, die Vögel aus dem Apfelbaum. Mit ihren Schnäbeln halten sie mich an den Ärmeln fest und hui! Schon fliegen wir ganz schnell hierher, das Fliegen ist dann gar nicht schwer. Der kleine Max ist aber schlau, er fragt noch einmal ganz genau, und wenn sie zu beschäftigt sind? Der Papa sagt, ich weiß, mein Kind, ich weiß, dass längst ein Bächlein fließt, weil unser Nachbar Blumen gießt. In deinem Boot, das glaube mir, da ruder ich dann gleich zu dir. Der kleine Max ist aber schlau, er fragt noch einmal ganz genau. Und wenn kein Wasser fließt, was dann? Der Papa sagt, mein kleiner Mann, dann lassen mich doch sicherlich die zwei Kaninchen nicht im Stich. Sie graben einen Gang zu dir, ich rutsch hindurch, schon bin ich hier. Der kleine Max ist aber schlau, er fragt noch einmal ganz genau, und wenn sie bei der Mama sind? Der Papa sagt, ja dann mein Kind, dann hilft der Drache, kennst du ihn, er heizt im Winter den Kamin, wenn er sein Feuer wie das Rauch durch unseren hohen Schornstein faucht. Auf seinem Rücken reit ich los, dann sitzt du bald auf meinem Schoß. Der kleine Max ist aber schlau, er fragt noch einmal ganz genau, und ist der Drache auf der Jagd? Dann lächelt Papa und er sagt, ist Nachbars Traktor nicht zu Haus und schläft dein Kuscheltier sich aus, fließt auch kein Bächlein weit und breit und die Kaninchen graben nicht, der Drache jagt sein Leibgericht, dann lauf ich auf zwei Beinen los und jeder Schritt ist riesengroß, dann bin ich schneller als der Wind, weil ich mich freue auf mein Kind. Das Ende.